herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Pizza Connection 3. Das erste, denke ich mal, was euch auffällt, ist, die Kamera ist weg, ich sehe das dumme Gesicht nicht mehr. Ja, da habt ihr recht, weil ich habe jetzt wieder beim Schneiden festgestellt, ich auch da über der Minimap, es ist einfach nur scheiße mit dem ganzen Text. Und es hat einfach nur genervt. Also mich hat es genervt, dass ich da ständig irgendwo im Weg war. Deswegen habe ich es ja ausgelassen. Und das Zweite wird wohl so sein, dass ich werde jetzt noch ein bisschen mit euch spielen. Wir gucken uns hier Sydney mal an. Und dann werde ich aber mal ein kleines Pizza-Connection-Päuschen machen. Wir sind nicht ganz weg vom Fenster, aber ich habe noch ein paar andere Projekte am Start. Und ich denke, für einen kleinen Einblick in Pizza Connection 3 müsste das auch bis hierher eigentlich genügen. Wie gesagt, wir spielen jetzt noch ein bisschen in Sydney und gucken uns das hier nochmal an. Und dann könnt ihr euch auf tolle neue Let's Plays freuen. Unter anderem startet auch, wenn ich das hier aufnehme, müsste es Montag sein. Das heißt, Dienstag, also morgen, startet eine kleine Preview zu Elia. Aber guckt einfach mal rein, mehr möchte ich eigentlich noch gar nicht dazu sagen. Ja, guckt einfach mal rein und es kommt die nächsten Tage noch eine Menge mehr. Und wir spielen jetzt einfach mal hier noch ein bisschen weiter. Ein bisschen habe ich noch Bock und auch noch ein bisschen Zeit. Wir sind in Down Under. Man kann nicht behaupten, dass der Pizzamarkt in Sydney arg umkämpft wäre. Aber du bist ja auch wegen deiner Tante hier und nicht um eine australische Filiale aufzubauen. Such dir deine eigenen Zielgruppen, die du mit deinen leckeren Pizzen... Hier schreiben sie jetzt Pizzen, super. Ansprechen willst. Es ist egal, wen du von deinem Produkt überzeugst. Hauptsache, sie mögen deine Läden. Deinen Laden. Okay, ich habe schon wieder in Mehrzahl gedacht. Gut. Lieber Neffe, Alter. Es tut mir leid, aber eine Krankheit verhindert, dass ich selbst komme. Und die Medikamente sind ziemlich teuer. Ich habe mich bis vor wenigen Jahren mit deinem Vater regelmäßig in diesem Restaurant getroffen. Es gehörte ihm. Dann verschwand er wieder. Scheint eine schlechte Angewohnheit von ihm zu sein. Es sucht übrigens gerade einen neuen Besitzer. Vielleicht übernimmst du es. Irgendwo in der Stadt müsste auch noch eine Kellnerin namens Sarah Vaughan sein. Soweit ich weiß, hatte dein Vater mal was mit ihr. Vielleicht weiß sie noch was. Bis hoffentlich bald, Francesca Cacciatore. Schön, dass die alle ganz normal sprechen, ohne Akzent und dann bei ihrem eigenen Namen je fall einen auf Italiano raushängen lassen. Ich find's geil. Fortfahren. So, warte mal. Okay, Pause ist. Durchschnittsbewertung Pizza 50, Durchschnittsbewertung Freundlichkeit, Durchschnittsbewertung Wartezeit, Durchschnittsbewertung Preis, Durchschnittsbewertung insgesamt. Alles klar, ihr habt ja wohl einen an der Waffel. So, was fehlt denn dem guten Stück hier? So wie es aussieht, haben wir doch alles. Wir gucken mal. Wie war denn das nochmal? Menükarte. Ja, Pizzen fehlen. Alter, und ich muss schon wieder neue Pizzen backen. Ich krieg den Käse. Was sagt denn hier meine... Alter, sind die wahnsinnig? Warum soll ich denn hier so fett Belegschaft machen? Das kostet mich einen Arsch voll Geld. So, warte mal, was hat sie gesagt? Eine Bedienung namens irgendwie. Gucken wir, ob wir sie finden. Oder ob das einfach nur Geschichte jetzt hier ist. Ich weiß schon den Namen nicht mehr. Ja, die Demenz. Die schlägt mal wieder voll rein. Nö, also hier sind nicht dabei. Gut, ja, dann müssen wir wohl Pizzen backen. Okay. Pizza erstellen, wir machen das jetzt wieder im Schnelldurchlauf. Einmal hier. Wir nehmen die Pizza Fungi. Ja, die sieht ja ganz gut aus. Hauen
wir mal voll ins Programm hier. Speichern. Ja, komm, wir lassen sie jetzt auch gerade bei Fungi. So. Dann nehmen wir die. Was sagt die hier? Auch Teenager, Studenten. Ja, komm. Scheißegal. Speichern. Spinaci. Zip. Tonno. Da stehen die Kruftis drauf. Das hört sich doch gut an. Zap, zap, ab. So. Da stehen die Arbeiter drauf. Na denn. Ich würde sagen, das langt auch erstmal. Menükarte. 1, 2, 3, 4. Angestellte haben wir für bla bla. Gucken wir mal. Los geht's. Ich glaube, wir können das Ganze ein bisschen schneller machen, oder? Wir haben eh... Alter, stopp, der hat keinen zweiten Ofen. Der Hayopai... Oh. Hier fehlt der zweite Ofen. Was ist denn das hier überhaupt? Das ist der erste. Wir nehmen mal den hier. Na, ja, das hört sich doch schon mal gut an. Das ist schon voll, das ist schon voll. Freundlichkeit. Ich habe noch keine Materialien. Das ist doch wieder alles hervorragend. Warte mal, stopp. Habe ich überhaupt ein Warenhaus? Dauert jetzt wieder. So. Wir nehmen den Supermarkt, Lieferant festlegen. Was haben wir hier? Sicherheitsplan brauchen wir erstmal nicht. Wir gucken erstmal, was hier so los ist. Dein Restaurant kommt an. Die Leute lieben dein Restaurant wegen der hochwertigen und leckeren Pizza. Das hört sich gut an, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Waren und dann ist alles gut. So, Schichtwechsel oder was?
Jetzt fehlt nur noch die Freundlichkeitsbewertung. Aber wenn ich jemanden mit. Wo bleiben denn die ganzen Waren, sag mal? Der Kerl, den ich da habe, ist ein bisschen lahmarschig, habe ich so das Gefühl. So, jetzt kommt die neue Schicht. Irgendwie ist hier so gar nichts los. Super, eine Pizza verkauft. So, und jetzt geben wir schon wieder die Zutaten aus. Das ist ja hervorragend wieder hier. Da kommt wenigstens mal ein bisschen was. Alter. Geht denn jetzt die Wertung von der Pizza runter? Ich mit den Zutaten, das raff ich nicht. Das will man einfach nicht in die Birne. Das ist unfassbar. Das Lager ist fast voll. Es kommt irgendwie keiner dazu, mir hier das Lager weiter zu füllen. Und ich muss mal gerade meine Angestelltenliste gucken, was es hier alles für Flachpfeifen hier sind, die wir haben. Ja, hier sowas brauche ich. Wo ist denn der? Was hat denn der für eine Schicht? Da ist er. Die Pfeife. Kann ich den hier so rauskicken? Wo haben wir denn? Ja, scheiße, der arbeitet gerade. Muss ich bis um 6 Uhr warten. Ja, das ist ja eine Flachzange hier.
Stopp. So, tschüss. Wir brauchen für morgens einen neuen Koch. Haben wir hier irgendwas? Hier, Taylor Swift. Die nehmen wir hier mit rein. Zap. So, das ist genauso eine Pfeife hier. Summer Thompson. Das ist die hier, oder? Ja, die arbeitet gerade bis 12. Dafür ist das ein Top-Mann. So, wie schaut es bei denen hier aus? Ja, also, da kannst du mit der Freundlichkeit nicht weit her sein hier. Amelia Harris. Amelia Harris. Oder Emily, ja. Und tschüss. Da finden wir auch was Besseres. Ne, finden wir nicht. Ist ja geil. Ja, doch ein bisschen. Hä? Wieso kann ich denn die jetzt nicht hier? Hallo? So wollen wir das sehen. Was bist du für eine Pfeife? Wieso haben wir hier eigentlich zwei Köche? Braucht auch kein Mensch. Und Geldverschwendung. So. Was sagt unsere Bewertung? Freundlichkeit wird schon besser. Wenn nur das Essen besser werden. Das Ganze auch ein bisschen besser aus. Okay, jetzt geht die Wartezeit runter. Wohl, können wir ja laufen lassen. Das heißt, wir müssen doch in die Hauptgeschäftszeit zwei Köche einsetzen. Dann nehmen wir noch den hier. Warte mal, jetzt müssen wir gerade gucken. Ja, hier. Und sagen den hier, oder? So, und vielleicht auch noch eine zweite Bedienung. So, los geht's.